Hallo Freunde, der Spielkultur Imperator Rome hat heute das Pompeii-Update bekommen und ich starte einfach mal einen kurzzeitigen Livestream, bis ich mit dem Hund rausgehen muss, bei angenehmen 32 Grad in der Bude. Wo wir uns mal die Sachen ansehen. Generell wurde ganz viel verändert in Form von Seeschlachten. Also wäre es natürlich am besten, wenn man Karthago spielt. Aber ich guck mal eben. Wir starten erstmal ein neues Spiel, weil es ist nicht das Einzige. Es wurden zig Sachen verändert. Auch die Stabilität, wie die berechnet wird, wurde verändert. Es gibt da ein 9-Minuten-Video, wo jemand wundervoll den Text abliest. Während ich das jetzt alles hier frei machen muss. So, ich habe übrigens das Interface ein bisschen vergrößert, damit man besser sehen kann. Und es gibt jetzt neuerdings eine Reichweite für Schiffe. Wobei ich gerade wirklich überlege, ob ich Karthago einfach spielen sollte oder einfach mit Rom spiele, weil wir werden auf jeden Fall schaffen, dass wir zu Karthago rübergehen. Und es gibt jetzt, weil sich das Leute gewünscht haben, eine Doppelregierungsmöglichkeit, die auch für Karthago jetzt und für Rom halt vorhanden sind. Also du hast einen Erstkonsul und einen Zweitkonsul oder hast einen in Karthago Basileus, ne Moment, wo war's? Karthago, ein Sufet und ein Zweitsufet. Oder du hast ein Konzil und ein Konsul und Co-Konsul muss da eigentlich stehen, nicht Zweitkonsul. Ist aber auch egal. Im Englischen würde das so da stehen. Achso, das ist mit Mouseover gemeint für Anzeigen mit den Namen. Ist auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Wir gehen jetzt einfach mal mit Rom rein. Mit Rom. Auch wenn es leicht ist. Ironman-Modus. Wir machen auch gemischte Geschlechterregeln, damit beide Geschlechter wundervollerweise regieren können. Und ja, du darfst das alte überschreiben. Übrigens ist der Patch 1.1, wo Pompeii jetzt mit dabei ist, nicht kompatibel zu alten Safe Games, weil so viel verändert wurde von der Spielmechanik, dass sich das nicht mehr lohnt. Also beziehungsweise nicht mehr lohnt, ist das falsche Wort, sondern es ist einfach, ja, geht halt nicht mehr. So. Muss man eben meinen Stuhl in der Aufnahme verschieben. So, soziale Gleichheit. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Es gibt übrigens neue Entscheidungen. Beziehungsweise sind auch ein bisschen jetzt leichter zu sehen. Und es gibt dieses neue Ideen-Informationsfenster, dass du noch deine Idee nicht reingemacht hast. Das wurde vorher nicht drüber informiert. Kommandant gibt es jetzt gerade nichts. Was wir sofort sehen, ist, dass Stabilität nicht mehr existiert als ein Wert zwischen minus 3 und 3, sondern es ist ein Wert auf 50, der ja bei perfektem Gleichgewicht auf 50 ist. Und wenn es in Minus geht bei Stabilität, passieren schlimme Dinge. Wenn das ins Plus geht, passieren gute Dinge. Ist aber immer noch so, dass halt das über Religion geht, aber es ist halt nicht mehr so, dass du sofort die Stabilitätssteigerung bekommst, sondern die Stabilität ändert sich monatlich dann. Und umso häufiger du diese Aktion machst, umso mehr kostet dieses Ritual. Aber diese Erhöhung fürs Ritual reduziert sich auch. So, machen wir einmal, Stabilität steigt jetzt um plus 0,2 jeden Monat und ja, wird halt einfach besser. So, wollen wir erstmal direkt Erfindungen. Ach, jetzt dadurch, dass ich das Interface größer gemacht habe, sieht alles besser aus. Ach. Ich werde einfach zwischendurch ein bisschen, wenn ich was sehe, erzähle ich dazu was. So, Umstärke nicht. Anspruch fingieren, reduzieren die Kosten. Und den Ausbau von Stammesmitgliedern erhöhen. Wo wir bei Stammesmitgliedern sind, die Bevölkerung hat sich verändert. Und danke Busche für den Resub. Es gibt jetzt eine Maximalbevölkerung in Gebieten, die gesteigert werden kann. Jetzt fragt mich nicht über welches Gebäude. Kornkammern könnte wahrscheinlich sein. Oder wahrscheinlich wird das die Zivilisationsstufe sein. Aristokratisch, Bevölkerungskapazität plus 4 durch den Zivilisationswert. Weil man hatte ja so teilweise überbevölkerte Gebiete im... Ja, so ganz leicht, ne? Ich hatte, glaube ich, eine Hauptstadt mit 700 Bevölkerung oder so zum Ende von Makedonien. Und wir sehen hier übrigens, dass wir Ausrichtungen haben.
wo wir halt investieren können, Militärmacht oder so weiter, um zum Beispiel eine Provinz Prokurator einzusetzen. Rom zahlt 300 und damit bekommen wir nach 2 Jahren oder wir bekommen Moment. Die Produktionsleistung von Provinz Latium wird für 2 Jahre reduziert, da die Infrastrukturinvestition koordiniert werden muss. Und nach 2 Jahren bekommen wir, dass das eine Provinzprokuratur ist oder beziehungsweise der Bonus wird da drauf gemacht und dadurch kriegen wir Loyalität in diese Provinz rein. Das gilt dann nur für Norba, wenn ich richtig liege. Oder? Ne, das gilt für die Provinz Latium, okay. Das gilt dann für alle. Also alle Städte, sagen sie, glaube ich, hier, oder Dörfer. So, nehmen wir das erstmal raus. Weil jetzt kann ich das eh noch nicht machen, ist zu teuer. Ja, soziale Gleichheit eben rausgehauen. Dann haben wir Platz noch für 2 Militär. Ideen, 1 bleibt noch offen. Hallo Lightsoul. Licia Prima. Da haben wir übrigens schon wieder Texte, die noch nicht ins Deutsche übersetzt wurden, obwohl der Patch live ist jetzt. Aber so ist das bei Paradox Titan. Das kommt dann in Version 1.14 oder so. So, dann sehen wir hier Erstkonsul, Zweitkonsul. Wenn die sich gegenseitig übrigens hassen, hast du die Problematik, dass halt Bürgerkrieg entstehen kann. Ist natürlich ganz praktisch, wenn die sich gut ergänzen, beziehungsweise die in unterschiedlichen Sachen, ja, sehr gut sind. Der Beliebtheitswert ist übrigens ein Mixwert von beiden, genauso wie die Herrscherkorruption wird aus beiden gemixt. Hier unten sind die neuen Regierungsaktionen. Wir können die Regierung umschalten, dass die zum Beispiel jetzt im Moment haben wir Disziplin- und Populisten-Fraktionseinflussbonus. Man kann es aber auch verändern zur Handelsfraktion stärken und der Religionsfraktion stärken, wodurch wir dann zum Beispiel hier die Bewohnerkonvertierung zu unserer Religion reduzieren können. Also macht schon irgendwo Sinn. Handelsrouten, Erstellungskosten reduzieren, Zivilfraktion gestärkt, Baukosten reduzieren. Also man kann schon mit so einer Änderung der Regierungsinteraktion schon richtig Kohle sparen. Zivilfraktion unterstützen. Wenn euer Herrscher dieser Fraktion angehört, bekommt ihr folgende Modifikationen. Steuern plus 20%. Ist ja der Fall im Moment. So. Das sind die Ämter, die sind jetzt ausgelagert. Vorher waren die, ich glaube, hier oben rechts zu sehen, aber durch diese Doppelherrschaft haben die das ein bisschen aufgesplittet. Und die Gesetze sind immer noch am gleichen Ort wie vorher. Ich glaube, ich habe direkt von Anfang an Anspruch auf Samnium. Nein. Auf irgendwas habe ich auf jeden Fall von Anfang an Anspruch. Oder es kommt gleich noch. Da sind die Schiffe übrigens. Es gibt jetzt unterschiedliche Schiffstypen und unterschiedliche Taktiken. Ich mag die Otten. Obwohl ich nicht sicher bin, ob das wirklich eine gute Darstellung ist für unterschiedliche Seemanöver. Man hat natürlich unterschiedlich viel Schaden gegen unterschiedliche Schiffstypen. Also genauso wie bei den anderen Sachen. Aber wo wir gerade dabei sind,
Schiffe können jetzt auch unterstützen bei Landungskrieg und so weiter. Das ist aber eine Sache, das muss ich mir noch genauer angucken. Da habe ich noch nicht viel gesehen von. So, wichtige Anzeigekarte funktioniert immer noch. Was bist du hier? Ah, eine Statistik. Ach, was auch neu ist, mal gucken eben, man kann jetzt Piraten rekrutieren. Und Piraten haben eigene Häfen teilweise. Also es gibt jetzt Piratenhäfen. Kriegsmöglichkeit kann man jetzt auch hier oben besser sehen. So, bei Charaktere gibt es jetzt auch neue Fähigkeiten, die vor allem in der Marine drin sind. Es gibt auch ein paar, wenn ich mich richtig erinnere gerade an das Video, ein paar neue Interaktionen. Ah, und es gibt Intrigen. Er versucht gerade Geld abzuzweigen. Ich habe doch keine Kinder. So, wo will ich die Spiele abhalten? In Rom. Ah, hier unten haben sie die Importer auch reingepackt. Wir erhalten Anspruch auf Tuscia, Etrurien, Kampanien, Apulien, Lucanien und Picenum. Und darauf habe ich gewartet. Die Ansprüche hier gar nicht mehr. Eingetragen. Haben sie das woanders reingepackt? So, keiner will mit uns handeln. Dann ist das halt so. Ach, kacke, jetzt habe ich mit denen Bündnis angefangen. Naja, könnte schlimmer sein.
Okay, die Populistenfraktion ist dagegen einfach. Sehen wir schon, dass das Krieg erklären schwieriger ist als vorher. Plus 5 von Zivilmacht? Senatüberzeugung. Ja, sehr schön. Zeit gab, ein Kind zu gebären. Die sind schon zu schwer. Dann laufen wir eben rüber und dann werden wir ein bisschen raussplitten. Ach, Loyalität gibt's immer noch. Sie sind immer noch zu schwer. Jetzt sieht es besser aus. Ich habe schon ein bisschen was erklärt, was neu ist. Ach, die haben noch keinen Kommandanten. Beziehungen verbessern, Generäle werden loyaler. Naja, die Einheit ist im Kampf. Übrigens, hier haben wir jetzt inzwischen eine Moralanzeige. Das erwähnen die im Video übrigens nicht. Die war vorher nicht so stark, also so gut erkenntlich. Ich habe schon erwähnt, was neu ist teilweise. Ich werde jetzt nicht mich 20 Mal wiederholen, wirklich. Ich habe das separat aufgenommen. Es ist so viel neu, dass du gar nicht sagen kannst, wie viel. Also beziehungsweise, das kann man nicht so zusammenfassen. An sich wird der Krieg über, also beziehungsweise Stabilität, Seekampf, Einheiten, Unterschiede, Provinzverwaltung wurde überarbeitet teilweise.
So, hier auch darüber. Du hoch. Und die Armee zusammenlegen. Bitte permanent wiederholen für diejenigen, die zu faul sind zum Nachsehen. Ja. Ich habe auch schon, glaube ich, einen Teil wieder vergessen. Aber das Schönste ist einfach, dass es jetzt eine Bevölkerungslimit gibt. Ein Bewohnerlimit. Und das, ich glaube, das ist für viele auch ganz gut, dass es jetzt eine doppelte Führung gibt. Ach, und hier ist übrigens auch neu. Machtbasis rum ist einsehbar, aber du kannst auch sehen, das Risiko auf den Bürgerkrieg oder das Risiko auf Rebellion. Sind jetzt hier zwei Leisten drin, die genauer wiedergeben, ob das Reich gerade stabil ist oder nicht. Also sie wollten auch ein bisschen wichtiger machen, wie die Charaktere sind. Auch die Beziehungen der Charaktere zueinander. Und man zahlt 5 Stabilität für einen Triumphzug. Ach, das ist übrigens neu, dass du jemanden vor Gericht bringen kannst. Und den so versuchen kannst, in den Kerker zu bringen. Das gab es nämlich zum Beispiel vorher nicht. Ach, die ersten 5 Jahre schon vorbei. Aber ob das Spiel jetzt wirklich viel mehr Tiefgang hat, sei dahingestellt. Muss man halt gucken. Piekst, meine Flotte ist im Kampf. Gibt übrigens auch die Möglichkeit jetzt, dass Schiffe übernommen werden bei Kämpfen. Ah ne, ist gar nicht mein... Wo ist meine Flotte? Ah, okay, meine Flotte ist noch im Hafen. Wir haben echt 18 Schiffe. Kann mir alles nicht leisten. Zu viel Militär. Die Frau führt die Legion an, weil ich gleichgeschlechtliche... Also, ich habe erlaubt, dass gleichgeschlechtliche Generäle existieren dürfen. Hier oben die Statistik ist übrigens auch neu. Und es gibt jetzt die Möglichkeit, Provinzen zu entlassen. Jetzt lass mich nicht lügen. Wo ist die Übersicht nochmal? Nicht Diplomatie, Wirtschaft. Untertan entlassen. Und daraus, also... aus unterschiedlichen Provinzen Staaten zu machen. Diese Frau hat aber einen Generalswert von, glaube ich, 8. Deshalb ist diese Frau ganz toll für Krieg. Korsex kommt wahrscheinlich nie.
So, haben doch bestimmt ein paar Leute, die besser sind da drin. Freie Männer werden... weil wir keinen Cossack spielen. Das ist übrigens Ram- und Enter-Taktik. Hier ist übrigens der Küstenangriff. Flotte muss mindestens ein Schiff vom Typ riesige Polyreme mit 95% Gesundheit oder mehr enthalten. Reduziert die Festungsstufe einer benachbarten feindlichen Hafenprovinz um 1. Sklavenüberfall. Ganze Sklaven klauen aus dem Hafen. Küstenüberfall. Verursacht einen Mauerbruch bei einer benachbarten Festung. Ich glaube, ich habe keins von diesen großen Schiffen hier drin. Ich wollte eigentlich auch erstmal... Na, wo bist du? Den Flottenunterhalt auf normal anheben. Na und wie gesagt, es gibt eine Reichweite jetzt. Also wenn du zu weit weg bist von deinen Häfen, kriegen deine Schiffe Verschleiß. Was hältst du eigentlich von Gaming-Notebooks? Nichts. Wir haben verloren und die haben eins unserer Schiffe geentert. Und, nee. Ich wollte schon sagen, man bekommt anscheinend nach dem Schiffkampf ein paar Boni. Beziehungsweise ein paar Militärmacht, aber das stimmt nicht. Habe ich falsch geguckt. Schon witzig, dass sie den ganzen Schiffskampf nochmal, also den Schiffkampf wirklich nochmal überarbeitet haben. Welt ruhig, Freunde. So. Jedenfalls finde ich Gaming-Notebooks doof. Das ist Geld, also Geldverschwendung. An sich, wenn auf einer Sache Gaming draufsteht, weißt du, dass du schon mehr bezahlen musst. Wie Gaming-Stühle. Zuerst habe ich gedacht, okay, du kannst ein bisschen was sparen. Aber irgendwie doch nicht. Spielst du auch War in the East? Nein. Nichts von gehört, nichts geplant. Mal ein bisschen Truppen auflösen.
Hier können wir zurück nach Rom. Ich muss mich irgendwie an seiner Flotte vorbeikommen. Ein Tower zusammenbauen ist wirklich immer günstiger. Aber wenn man wenig Platz hat, ich weiß nicht, ich hatte mal ein Gaming-Notebook. Laptop, Schlepptop, wie man das auch immer nennen will. Und du wirst halt irgendwann unzufrieden, weil die Technik sich halt weiterentwickelt. Du kannst halt nicht mal eben was austauschen, außer Arbeitsspeicher und Festplatte. Wird das auch mal im Multiplayer gespielt mit Barathur und anderen? Ja, ich denke mal aber erst bei Patch 1.2. Also es wurde jetzt schon viel angepasst. Ich denke mal, es wird eines Tages wirklich lohnenswert sein, das auch zu spielen. So, Enter-Taktik. Ich stärke die Militärfraktion mal. Ah, es gibt übrigens jetzt Vulkane. Das habe ich auch vergessen. bevor Vesus ausbricht und große Mengen Asche und Lava überall über Neapolis und seinen nahegelegten Provinzen verteilt. Die meisten Bewohner der Gegend haben wenig bis keine Zeit, um sich auf die Gefahr vorzubereiten. Es gibt eine große Anzahl von Opfern und Beschädigungen in der gesamten Region. Neapolis wurde vollständig von der vulkanischen Asche und Lava von Vesuv begraben. Und normalerweise, wenn wir da jetzt hingehen würden, kann man sogar den Vulkanausbruch sehen. Tja, jetzt mache ich einen auf Amerikaner, indem ich nämlich nicht weiß, wo ich hingehen müsste. Frieden steht unmittelbar bevor. Der Vesuv ist in Mittelitalien südlich. Da. Jetzt ist natürlich schon zu spät. Aber es sind Kartenanpassungen. Und wo wir gerade bei Kartenanpassungen sind, es haben sich ein paar Leute ja darüber aufgeregt, dass eigentlich mit der Schifffahrt befahrbare Flüsse nicht befahrbar waren. Und das ist jetzt möglich. Zum Beispiel kann man jetzt den Nil lang fahren. Nämlich bis hier, glaube ich. Bis nach Babylon und hier auch wieder raus. Und hier müsste es auch gehen. Also befahrbare Seeregionen. Genauso kommst du mit der Flotte jetzt hier. Boah, jetzt frag mich nicht, wie der See, der hier rausmündet, heißt. Das ist nicht der Nil dann. Und kommst, hast eine Verbindung. Hier rüber. Ich sage jetzt hier rüber, weil ich das Meer eh falsch sagen würde. Genauso wie hier. Hast du auch befahrbare Flüsse jetzt? Das ist Sizilien und der Ether-Proof. Danke. Ja, in Erdkunde haben wir nur was über Umwelt gelernt. Oder über Tümpel und Teiche. Moment, da ist Sizilien und der Eid. Moment. Also du meinst. Ach, da! Da ist der Vesuv. Entschuldigung, ich habe das Falsche gezeigt. Ich habe Sizilien gezeigt. Und den Äther.
In Wahrheit wurden hier die umliegenden Ländereien ein wenig beschädigt. Durch die Vulkane gibt es natürlich auch neue Ereignisse. Kannst mir niemanden zeigen, ne? Bin halt amerikanisch, ey. Hauptsache, irgendwo ist Krieg. Wir sind siegreich. Ich bin gar nicht mal sicher, ob diese Verluste, die jetzt angezeigt werden, vorher auch drin waren. Ich glaube nämlich nicht. Und der Otter verliert. Und sie nehmen ein paar Schiffe ein. Ist nicht so wichtig. Hauptsache, unsere Soldaten haben gewonnen. So, aufgrund von Forschungspunkten und so weiter und so fort. Plus 0,06 Stabilität. Ach, und es gibt noch was Neues. Wo man gar nicht so drauf kommen würde. Bei Charakteren steht jetzt eine Macht. Also du kannst sie nach Macht sortieren. Und diese Macht bestimmt letztendlich, falls es zu einem Aufstand kommt, wie viele Unterstützer die haben, beziehungsweise wie viel, wie viele Soldaten die bekommen würden. Also der Machtwert, also es darf halt, es sollte halt niemand machtvoller sein als die, die bei uns regieren. Das kann zu Problemen kommen, also führen. Obwohl das schon passiert ist, aber was soll's. So, Rum verliert 30 Stabilität. Rom erhält 2 kostenlose Provinzinvestitionen. Soziale Gleichheit abschaffen. So, und nochmal einen Schritt weiter. Religionsfraktion ist an der Macht. Religionsfraktion stärken, Aktionskosten minus 50%. Und die Stabilität ist gesunken, weil eine neue Partei an der Macht ist. Dann opfern wir doch zur Feier des Tages ein Schwein. So, und jetzt können wir den bestmöglichen Ausgang nehmen. Und das Stück bitte.
Die Volterreno und die Gorgondi-Familie darf gerne bei uns rein. Auch wenn er einen ziemlichen Lippenmund hat. Übrigens, man kann auch jetzt Besitztümer gewähren. Es war ja vorher so, dass als General in Siedlungen Besitztum gewähren kannst. Und das haben die jetzt verändert, dass das hier über diesen Aktionsmenü machen, über das Aktionsmenü machen kannst. Damit das ein bisschen einfacher ist. Vorher musstest du das echt suchen. Das war dann irgendwo hier in der Provinz. Da muss der General in der Nähe sein. Da hast du irgendwo hier geklickt. Bitte stirb nicht sofort. Ach, der Wechsel hier von... Oder? Habe ich das gerade falsch gesehen? Ne, die Strategieauswahl ist günstiger geworden. Kostet nur 45. An Redekunst, das war auch mal teuer. Teurer. Ach, da fängt schon Karthago an. Ja, das Kolonisieren haben die aber nicht angepackt. Das wird immer noch genauso eklig sein wie vorher. Legisaktionverfahren. Kann es nur zugutekommen. Nachdem habe ich eine Garantie ausgesprochen. Holen wir erstmal die Leute rüber. Viel Potenzial für mehr Geld habe ich gerade nicht. Die Handelsübersicht haben die auch verändert. Jetzt kann man die Exporte wirklich besser sehen. So, Festung kostet nur unnötig Geld. Hallo, Kater. Jedenfalls die zwei da oben.
So, gewähren wir ein bisschen Besitztum, damit er uns Loyalität gibt. Und dich bestechen wir. Dann hat sie das mich auch erledigt. Darf ich mich irritieren lassen, dass ich das Interface größer gemacht habe? Ich habe immer das Gefühl, mein Gott, es ist alles besser lesbar. Natürlich ist es besser lesbar, das Interface ist größer. Ah, wir haben Schiff übernommen. Mein Konsul, ihr habt noch mehr Kinder bekommen. Und nochmal 7 Schiffe. Der Leichtinfanterie wird der überall hin können. Ihr seid eher das Problem. Achso, die kommen nicht, weil wir den, glaube ich, den Krieg erklären. Egal, der Kampf muss sein. Hallo, Lev Scorpion. So, China must growing. Ach, sehr schön. Sehr schöne Meinungskarte. Ich glaube, da haben sie auch die Farben ein bisschen angepasst. Oder man sieht es jetzt einfach besser, weil ich das eine oder andere ausgeblendet habe. Pompeii Update. Um es kurz zusammenzufassen, es wurden viele Einzelheiten vom Spiel angepasst, um ein bisschen mehr Tiefe zu bringen. Doppelherrschaft, Möglichkeiten, dass du 2 Anführer hast. Zusätzlich dann noch, es gibt jetzt mehrere Schiffseinheiten neue, es gibt neue Taktiken bei Schiffen, was es vorher nicht gab. Und so weiter und so fort. Und es gibt diese Masken jetzt. Ah ne, die Masken gab es schon vorher, aber wir waren vorher auch kleiner. Das kann alles wieder nur aus unterschiedlichen Gründen sein. So, werdet ihr die platt machen? Bestimmt. Streamst du morgen? Wo soll ich das denn jetzt wissen? Was ist morgen? Donnerstag? Mittwoch? Ich würde sagen, bei Stellaris. Also Stellaris oder Imperator Rome. Imperator Rome ist einstiegsfreundlicher, theoretisch. Schaffen die nicht. Die haben beide dieselbe Einstellung. Ja, von der Moral könnte das passen noch. Aber da kommen schon weitere 9000 von der Seite. Da wird unsere Kommandantin leider verlieren.
Ach Mann. Publius, was kannst du denn? Zivil. Der wollte unbedingt ein Amt haben. Ja, wir handeln gerne mit euch. Ach so, Tyrannei habe ich vorhin bekommen, weil ich den Krieg erklärt habe, aber der Senat nicht zugestimmt hat. So, die müssen erstmal sich wieder auffüllen. Ihr versucht die Belagerung da durchzubringen. Du bist im Wahnsinn verfallen. Tja, dann war's das. Ich muss den leider ein bisschen wegbewegen. Sonst kriege ich hier ein Problem. Was hat der eigentlich in der Armee drin? Streitwagen. Wenn ich Illoyalität schüre bei dem, kostet mich das aggressive Expansion, beziehungsweise kommt halt dazu, ne? Militärtradition. Schwere Infanterie hat mehr Disziplin, leichte Infanterie macht plus 50% Defensive. Wir hatten da eigentlich so massiv aufgestockt. Alle zusammen haben halt eine große Armee. Ja, ja, lauf mal nach Rom. Ja, komm. Oh, ihr habt es nicht geschafft, die Belagerung abzuschließen.
Boah, ich habe so viele Mückenstiche, ich kann mich kaum konzentrieren, aber meine ganzen Beine jucken. Boah, was veranstalten die da unten? Sehr schön. Da versuche ich mal mit beiden Truppen irgendwie die zu erwischen, oder? Na, schafft das noch? Nö. Ah ne, gleich halt bei Integration. So, rüber. Das wird er nicht lange aushalten. Auch wenn wir jetzt also ein bisschen im Nachteil sind. Also die KI scheint nicht schlauer zu werden. Das ist ja häufig der Fall. Sehr schön, die wurden total aufgerieben. Jetzt muss ich mal eben den Verschleiß in Kauf nehmen. Ey, ihr schafft das ja gar nicht vorher. Immer noch so, weil ich nicht genau weiß, was die beste Geschwindigkeit ist. Tja, das war's mit den Unterstützungstruppen, weil ich natürlich die ganze Zeit gut Verschleiß kassiere, ey. Weil die beiden Armeen zusammenstehen. So, jetzt aber ab die Post. Du gehst da oben hin, weil da könnt ihr stehen. Oh mein Gott, eine Piratenflotte.
diese Scheißburg, ey. Irgendwie habe ich das Gefühl. Dass man bedeutend schneller Leute gefangen nimmt als früher. Früher wurde gefühlt nie jemand gefangen genommen. Hallo Wolfgang. Ah, da unten versuchen die Festung schon wieder einzunehmen. Na komm, das schafft ihr. Ihr seid die besseren Taktiker. Und ja, ich habe die Belagerung abgespalten. Mag ich normalerweise nicht. Weil wenn die unter die 5000 fallen, bricht, ist halt Belagerungsende. Oder wenn die jetzt hier angegriffen werden von dieser einzelnen Legion, ist halt auch scheiße. Ich kann ja auch keinen Last-Minute-Kommandanten da reinstellen. Ah, Moral geht nicht mehr auf Null runter. Ach, die können nicht mal darüber laufen, ey. Da kriege ich die Krätze. Weil die Festung ja mich zwingt, dass ich da nicht langlaufen darf. Schon wieder ein neuer Herrscher. Ein anderer hat sich verschluckt beim Essen. Fischgräte. Also angeblich gewinnen wir.
Oh, jetzt ist er zurückgelaufen. Ach so. Alles gut. Es ist so, wie ich gedacht habe. Aber der Krieg sollte nicht mehr so lange dauern. Wir haben echt gegen die Piratenflotte verloren. Hut ab! Piraten gesichtet. Na, jetzt verstehe ich, warum es lieber Piraten-Update heißen sollte. Hund verschwunden. Tja, muss leider wieder jetzt oben auf die Steuer ansetzen. Ach, wir haben da eine Belagerung verloren, deshalb hungern die. Egal, hier haben wir gleich gewonnen. Die verlieren nämlich schneller ihr Reich. Ich wollte schon sagen, das war nur auf die Tausendarmee. Im Chat sind anscheinend alle tot. Passt schon. Ist ja noch früh. Lev Scorpio schaut gespannt zu. Danke für den Sub. Verstärken wir mal die Reiter. Ist ja sonst nichts mehr da in der Armee. Das hasse, wenn die durch so eine Festung geblockt sind. Nach Kriegsmöglichkeit kann man auch nur noch gegensteuern. Und baut sich auch nicht mehr auf einen Schlag ab.
Jetzt haben wir nämlich gleich keinen Ort mehr, wohin die zurückziehen können. Weil wir das gesamte Gebiet von denen halten. Da müssen wir nur unser eigenes Gebiet zurückerobern und alles ist gut. Vor allem, der Pirat ist ein Level 14 General, wo du einfach nur denkst, was für eine Verschwendung, ey. Ich könnte wirklich einschlafen bei dem Wetter. Ausbreitung der Stämme. Die Provinzen zufriedenstellen. Na, das schaffen die aber. Supportet unsere Freunde. Ups. Falsches Gebiet. Hallo Rubbel. Was ist da los im Reich? Die Leute wollen Frieden. Das sehe ich problematisch an. Also als problematisch an. So, stärken wir mal die Militärfraktion. Der Imperator bringt ihnen Frieden. Ausbreitungsfrieden. Und danach muss ich erstmal mich erholen. Mental. Bist du denn schon zufrieden mit den Änderungen des Imperator Rome Patches, Rubbel? Ich finde, bis jetzt ist ein ganz guter Schritt. Nicht, also, es ist nicht perfekt. Piraten gibt es jetzt mehr. Passiert wenigstens mal was auf dem Wasser. Ja, wie gewohnt von Paradox würde ich das nicht sagen. Ich glaube schon, dass die ein bisschen sich unwohl gefühlt haben, dass es halt wirklich so negativ eingeschlagen ist. Und die deshalb wirklich jetzt alles DLC-Technische erstmal ruhen lassen und erstmal das Spiel auf so einen Stand bringen, dass die Leute sagen, okay, das Spiel habe ich damals mal gern gekauft. Oh oh. Also angeblich gewinnen wir. Aber jetzt, wo ich im Kampf bin, würde ich sagen, eher nicht. Dämliche Berechnung. Schnell, bevor der Kampf rum ist.
So, stellt die wichtigsten Familien. Mein Gott, wie viele unterschiedliche Völker habe ich denn jetzt gerade besiegt? Oh, Nikolaus müssen wir doch überleben lassen. Und Titus sieht doch auch so nett aus. Jeweils nehmen wir eine Familie mit auf. Hallo Sarolon. Ist Johann Andersen der mit der Glatze? Naja, aber die Kritik ist halt in vielen Bereichen berechtigt. So. Fuck up. Da habe ich mich den Krieg noch für mich entschieden. Hungern jetzt noch Leute? Nein. Aber meine Stabilität fällt. Na, jetzt macht es auch mehr Sinn mit der Kriegsmüdigkeit, dass du die nicht einfach wegdütscht. Das war ja so eine Sache vorher. Erlaub Handel mit Überschüssen. Übrigens dafür, dass wenn du... Oh, wie heißt das? Moment mal, riecht nach Feuer.
Nein. Hab gerade hinten geguckt. Das Haus, was brennt, ist weit genug weg. Aber vor allem geil. Ich habe nur ein Fenster offen und denk so, es riecht doch irgendwie nach verbrannt. Guck raus. Rauch. Aber die Feuerwehr ist schon da. Hat mich gerade gedüllüdüt. Warum kommen in Total War 3 Kingdoms zurzeit immer so, nur so kurze Videos und so wenige? Habe ich was verpasst? Also, ein Video am Tag hatte ich eigentlich früher auch immer gemacht. Was soll ich denn machen? Man kann von hier aus Rauch erkennen in die Richtung. In die Richtung. Soll ich da hinrennen und mit meinem Shirt das Feuer ausschlagen? Na, einmal Wasser voll machen, runterrennen. Und gehen und machen Regentanz. Ja, oh, danke für den Resub. Was? Ich soll meine Kohle in das Feuer kippen? Also irgendwo hört der Spaß auch mal auf. ...23.000 Rekruten werden benötigt. Ah, guck mal. Du kannst schon, wenn du ein Gebäude baust, sehen, was für ein Ergebnis das hat. Zum Beispiel hier, dass die Bevölkerungskapazität erhöht wird um plus 9. Durch den Kornspeicher. Und die Unruhen halt gleich bleiben. Lustigerweise... Ergebnis Bevölkerungskapazität 65 auf 74. Andere Ergebnisse Bevölkerungskapazität 34 auf 39. Hä? Was stimmt nicht? Ach, guck mal, man hat eine schöne Bauliste hier an der Seite. Wo es am meisten bringt. Wenn ich das richtig verstehe. Die war vorher, glaube ich, auch noch nicht da. Da sieht man, dass die Rekrutenreserven erhöht werden. Ja, das, ich habe doch gerade gesagt, das ist neu. Kann man endlich mal sehen, dass man wirklich mehr Geld bekommt durch den Marktplatz. Mein Gott, wie viele Kinder habe ich denn jetzt schon? Ah ne, stimmt gar nicht. Die Herrscherfamilie wechselt ja immer, weil wir ja Wahlen haben. Ekelhaft. Ja, die Statistik für alles hatte ich schon mal offen. Ach, das hatte ich aber auch hier oben zuerst nicht gesehen, dass du jetzt ja sehen kannst, welchen Fortschritt deine Erfindungen haben. Beziehungsweise die Technologiestufe. Das haben sie schon
Naja, wenigstens hat man ein bisschen mehr Einblick, was gerade so abgeht. Sind das die Gesamteinnahmen von... Nee, die erhöhen sich die Gesamteinnahmen und die Steuereinnahmen, wenn ich Sklaven in freie Männer umwandle. Und die Rekrutenreserven nehmen zu. Ah, das haben sie wirklich gut gemacht. Weil hier rumklicken auf der Karte ist total Unsinn immer gewesen. Vor allem bin ich noch bei Bewohner assimilieren. Aber... Na doch. Ach, anscheinend kriegen sie es endlich mal hin, die richtigen Statthalter einzusetzen. Nämlich die neu eroberten Sachen haben von Anfang an Kultur assimilieren. Was ja auch Sinn macht. Aufrufen günstiger. Was kostet Stabilität? Es kostet 20 Stabilität, ein Gesetz zu verändern. Was? Es gibt keinen einzigen Stammestypen in meinem Reich. Ja, jedenfalls keiner, der zu meiner Kultur gehört. Nach baubarer Anzahl, nee, das ist ein Fehler. Der zeigt dir doch nicht an gerade. Es gibt welche. Bug, bug. Thank you.
Immer diese Neuwahlen. Ja, ich hoffe, dass Familien nicht mehr so aussterben wie vorher. Warum hast du mit der in Total War 3 Kingdoms mit der Leo Bai Kampagne aufgehört? Weil ich locker so 8-9 Stunden gespielt habe mit einem Soundbug. Und deshalb habe ich mir einfach gedacht, lass was gut sein. Dass es neue Schiffe gibt, finde ich übrigens auch eine gute Neuerung. Versuchen wir mal die aggressive Expansion runterzukriegen. Ach so, Häfen erobern per Schiff ist ja nicht eine Häfeneroberung, sondern du kannst mit dem Küstenangriff die Festungsstufe reduzieren. Einer benachbarten Festung. Oder einen Mauerbruch verursachen. Das, was ich ganz gut finde, ist der Sklavenüberfall. Da weiß ich gar nicht, ob der vorher drin war. Ach so, doch. Die Flotte übernimmt Kontrolle über eine angrenzende Küsteneroberung. Stimmt. Man kann auch erobern. Aber dafür haben die Reichweite limitiert. Die Schweine. Ah, scheiße. Das war mein Fehler. Ich habe gar keinen Flottenunterhalt momentan am Zahlen. Ich bin zurzeit kein Flottenunterhalt am Zahlen. Verdammte Hacke. So. Jedenfalls nicht viel. Das kommt davon, wenn man Mindestlohn zahlt. Das kommt davon, wenn man Mindestlohn absegnet in der Politik. Guck mal, es gibt einen Mindestlohn. Ja, jetzt können wir alle so viel zahlen, wie der Mindestlohn sagt. Juhu! Du, 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 du. So, Abstimmung. Handelsreform. Die Forderungen der Militärfraktion beinhalten eine kleinere Handelsreform, die inländische Handelsabkommen gegenüber ausländischen Handelsabkommen begünstigt. Ja, du kannst hier dagegen entscheiden, dann wird aber der Zweitkonsul angepisst. Sein. Ich habe das beantwortet, die Frage, warum ich die Kampagne aufgehört habe. Einfach zuhören. Weil ich Soundbugs hatte im Spiel, beziehungsweise in den Aufnahmen. Und dann habe ich die Kampagne abgebrochen.
kein Ding. Dämliche Populisten. Voll gut, ich kann kolonisieren drücken. Ach so. Mit Populisten kannst du ein Imperium ausrufen. Ja. Danke, Venatoris. Es soll jetzt ein paar weitere Spezialgebäude geben, oder? Die fraktionsspezifisch sind, oder beziehungsweise regionsspezifisch. Danke, Kabutoko, für PrimeSub. Vielen Dank. Vielen Dank für die Unterstützung. Hoffen wir, dass du lange bei uns bleibst. So, wir sind mit den Stämmen im Bunde. Und ihr seid im Bunde mit euch selbst. Ach, was? Bis die bei uns angekommen sind, haben wir euch zweimal erobert. Ohne Pisa keine Competition. Warum kommen so viele Leute, wissen wir nicht so viele, es ist glaube ich immer wieder Sir Humpy. Wirst du This Land Is My Land Let's Playen oder spielen? Meine Antwort ist natürlich, kann ich nicht so sagen. Übrigens, Provinznamen einblenden mit Overlayer ist super angenehm, weil man nicht mehr von 8000 Namen genervt wird, die hier rumstehen. Ich hätte schon viel früher sehen sollen. Schlacht wie ein Schwein für die Götter. Wir bieten ein bisschen was an.
Ach, da ist der Hund. Der Hund hatte übrigens schon wieder so eine Gerste im Auge. Das ist mir heute Morgen aufgefallen. Der hat sich die ganze Zeit gerieben, weil die Gerste rausgeguckt hat mit dem Stecker, also mit der Unterseite aus seinem Auge, also aus dem Augenlid unten. Und dann habe ich mit einer Pinzette das rausgeholt. Es war eine wundervolle, eklige Sache. Dachte danach, ich muss kotzen. Gerste wächst hier bei uns am Straßenrand. Anspruch auf Bao und Romulianer. Warum nicht? Bin ich doof? Ich hab's doch gerade noch gelesen. Das kann's, glaube ich, nicht sein, oder? Hammer! Da ist wirklich der Anspruch auf das Ding hier hinten. Kümmern wir uns erstmal um die. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss. Ja. Ach, vielleicht hätte ich auch mal meine Truppen mit Sold ausstatten sollen. Haltet sie auf! Ach, der Sold wird automatisch hochgesetzt bei Kriegsbeginn. Das ist ja eine tolle Neuerung. Hammer. Wie der Sauron einfach an uns vorbeigegangen ist. Achso, seit einem kleinen Patch war es schon automatisch drin. Tut mir leid, den kleinen Patch habe ich nicht gesehen. Da darf ich nicht hingehen. Ja, anscheinend ist die Stadthalterin hier nicht die schlauste, weil die macht nämlich nichts mit Kulturanpassung.
Das ist übrigens neue Besitztümergewehren. Also es gab es vorher schon, aber jetzt ist es halt anders eingebettet ins Spiel. Mal sehen, ob ich gleich sehe, wo es gebrannt hat. Ich bin auch die Tage spazieren gegangen und denk so, hier war vorher mal ein Stück Wald. Ist hier bei den Schrebergärten am Zaun ein paar Bäume einfach abgefackelt. Wir sind nicht bereit für Krieg, noch nicht. Sollten die Städte von Sizilien fallen, ist es nur eine Fragezeit, bis Karthago auch versuchen wird, in Rom einzudringen und es zu zerstören. Die Situation zu unseren Gunsten beeinflussen. Guck mal, wir kriegen 10.000 Rekruten. Und können die Militärfraktion stärken. Also entweder gibt es bei Rom einfach mehr Ereignisse zwischendurch. Der möchte jemand ermorden. Vielleicht stirbt er ja vorher noch. Boah, wirklich? Aber mit dem wir noch Krieg haben, der hängt da unten am Arsch der Welt. Da muss ich nicht hin. Tut mir leid, ich muss die Garantie zurücknehmen. Ich glaube, vorher können wir es auch nicht so gut sehen auf der Kriegs- und Diplomatiekarte. Auch, dass du jetzt noch einen Waffenstillstand hast und bis wann. Der Patch ist nicht Beta, der Patch ist live jetzt. Der war vorher Beta.
Ach, kannst du, dass meine Ansprüche darauf wieder verfallen sind? Guck mal, ich krieg das Land an und sehe, wer die Verbündeten sind. Ich sehe Patch 1.1. Hat halt ein paar Sachen verändert. Also mir hat das Spiel auch vorher schon Spaß gemacht. Deshalb bin ich da die falsche kritische Stimme. Weil es war halt okay, aber es war halt ein bisschen wenig zwischendurch, ne? Auf frischer Tat ertappt. Er wurde mit einer Pike in der Hand gefunden und soll dazu bereit gewesen sein, Marcus Fulvius Curvus in einem brutalen Akt der Gewalt niederzustrecken. Mit einer Pike. Zum Glück gab es einige Anwesenden, die schnell genug waren, um diese schreckliche Tat zu verhindern. Und wir haben jetzt die nicht zu beneidende Aufgabe, über Gaius zu urteilen. Wir sollten nicht so vorschnell handeln. Vielleicht kam er gerade von der Gartenarbeit. Aber es kostet mich 10 Stabilität, wenn ich den retten will. Ah, der ist 72. Der kann doch die letzten Jahre im Kerker bleiben. Das Unkraut. Ich habe nur Unkraut gejätet. Drück mal ein bisschen die aggressive Expansion. Ich habe einen Punkt dazu bekommen. ...14. Also waffentechnisch sind die mir ebenbürtig. Jedenfalls von der Kohortenanzahl. Überschuss. Schön, unsere Flotte hängt schon wieder irgendwo ab und lässt sich vom Piraten zerfetzen. Haben aber fünf kleine Schiffe gewonnen. Wie baust du deine Legion auf? Ich versuche immer leichte, vor allem am Anfang, eher leichte Truppen zu bauen, damit ich nicht beim Versorgungsmangel so Probleme kriege. Beziehungsweise damit die nicht so viel Gewicht haben und nicht so viel Versorgung benötigen. Die Schweren, die sind doch vom Anfang. Ach, weil einer loyal ist.
Ansonsten halt kannst du Fernkampf, weil du hast ja eigentlich vorgegeben, Fernkampf, dann nimmst du eine Nahkampfeinheit für die sekundäre Kohorte und die flankierende Einheit nimmst eine Kavallerie oder Streitwagen. Streitwagen sind auch ziemlich praktisch. Kannst nicht eine kalte Region einnehmen, wo es schön kühl ist. Kann man bestimmt. Bringt mir aber gerade nichts. Da muss ich nach oben zu den Briten. Schiffe können nicht mehr illoyal werden. Hallo, ich bin ein illoyales Schiff. Halt die Fresse, du hast keine Gesinnung. Kommt mir jetzt eigentlich nur so vor, dass die Farben eigentlich auch kräftiger geworden. Ich glaube übrigens, hier ist der Bereich, wo der Visu, ich glaube, ich habe vorhin falsch gesagt, die Zerstörung angerichtet hat. Und deshalb ist da keine Stadt mehr gewesen. Es gibt Traditionen für leichte Verbände bei den Römern. Das ist leichte Infanterie-Defensive, leichte Kavallerie-Offensive. Die rechte ist für die Schwere. Und die Mitte müsste für die Belagerung sein und Flotte. Obwohl, da ist auch nochmal schwere Infanterie drin. Weil irgendwie habe ich auch hier mit der Diplomatiekarte und so weiter gedacht, hä, das war doch nicht vorher so gut sichtbar, auch die Meinungskarte. Gab's die vorher oder habe ich die einfach nie angeklickt? Römer können keine schweren Schiffe bauen. Was für ein Betrug. Das ist Diskriminierung. Das ist einfach römische Diskriminierung. Habe ich jetzt schon... Moment. Ups. Irgendwie der Bürger, den ich da kolonisieren lasse, stirbt. Und tot ist er. Schicke Friese, Junge! Ich mag dein Gel. Ach, dann behalt doch deine dämlichen Truppen.
Übrigens ganz schön, dass du jetzt hier, ich weiß nicht, ob es das vorher gab, aber eine Gesamtarmee größer hast. Oder es sah vorher auch ein bisschen anders aus. Also genau sehen kannst, wie viele Truppen du hast. Weil ich glaube, das war vorher auch nicht so aufgeschlüsselt. Ich müsste jetzt ins alte Let's Play reingucken. Die will ich nicht, da lohnt sich das nicht so sehr. Das war noch okay. Und Stammesmitglieder lohnt sich auch nicht. Damals war es kein Gel. Ja, ich weiß. Es war Ziegenwichse, die sich in die Haare gerieben haben. Störmanöver. Da hat sich schon wieder erholt von der Ruhe. Wir haben doch so viele Jahre Waffenstillstand. Was mache ich so lange? Weil die Sache ist, wenn ich hier oben Krieg anfange, da ist halt direkt die drei Kollegen hier. 18, 19, 10. So, warum mag euch keiner? Tja, wisst ihr wahrscheinlich selbst nicht so genau. Die Kondome waren aus Schafsdarm, bei manchen hing das Schaf noch dran. Möglich. In einer gewagten Demonstration von heldenhafter Tapferkeit ist es Gaius Junius Bubulcus gelungen, seinen Entführern zu entkommen und nach Kanien zu fliehen. Er hat nun geschworen, mit einer großen Armee zurückzukommen, vermutlich mit der Hilfe seiner Freunde und Unterstützer, und hat einen Teil unseres Reiches als sein eigen beansprucht. Hallo?
Publius. Verdammt, das war nicht der. Der war das. Der alte Sack, der will nochmal ein Amt haben, bevor er stirbt. Soziale Gleichheit abschaffen, würde Sinn machen. Bitte einen Schritt zurück. Mann, wo ist deine große Armee? Wo ist der Feind? Er hat gesagt, komm in der großen Armee zurück. Ich sehe keine große Armee. Die Armee muss erstmal bei eBay gekauft werden. Kleinanzeigen. Versteigere gute alte Armee. Kaum benutzt. Ach, die können wir ein bisschen drücken. Vor allem, warum haben jetzt die ganzen Römer so Hütchen auf? So, das ist schon ein Zehner. Und du kriegst auch den anderen Elfer. Hauptsache die Küste ist piratenverseucht. Der Flaschenzug verbessert die Festungsverteidigung. Da kommt der Feind. Beschmeiß ihn mit dem Flaschenzug. Klong. Ich glaube, so wird das nicht gemacht. Schick ihn mal in Behandlung. Ach, ich weiß nicht. Krieg hört sich immer so böse an. Ach, da haben sie schon Verbündete abgewendet. Auf der linken Seite ist da nichts mehr. Er hier. Wahrscheinlich, weil er im Krieg ist. Könnt ihr mal rüberkommen.
nennen wir es Kulturverbreitung. Das gewöhnliche Volk ist nicht unser Problem. Tja. Was du geklaut hast, zahl mal zurück an die Stadt. Hier fehlt eigentlich die Ansicht, wie die aktuelle, ach nee, die aktuelle Bevölkerungskapazität sehe ich, aber ich sehe nicht, wie viel Bevölkerung aktuell überhaupt da ist vor Ort. Das wäre vielleicht noch eine gute Info, dass man weiß, okay, ich muss halt langsamer ausbauen. Das lohnt sich alles nicht. Zeit für Krieg! Ich komme ja eh nicht hier vorbei wegen der Festung. Angriff, Angriff! Nee, lieber nicht. Nämlich die Streitwagen. Aber mein General ist 11, den sein. Kommen ja noch mehr. Obwohl, es wird es nicht mehr retten. Deshalb bleib du mal hinten. So, du hast am meisten Schaden genommen, dann gehst du zurück. Du bleibst hier und machst weiter mit der Belagerung. Ach ja, die 25 Kohorten da von meinen Verbündeten, die wissen auch nicht, was die tun sollen. Weil die Festung im Weg ist. Und andersrum kommen die ja auch nicht vorbei, weil ich ja hier eine Festung stehen habe. Ein Traum. Mein Schatz, na du? Aber schön, dass die KI wenigstens versucht, nicht mehr auf Felder zu gehen, wodurch ich Verschleiß erleide. Es sieht ein bisschen affig manchmal aus.
Na komm, erober. Wie findest du das Update? Bis jetzt ganz gut. Straßen sind ja jetzt kostenlos. Ach, da habe ich noch gar nicht mit gearbeitet. Ja, Straßen sind jetzt kostenlos. Rom hat nicht römische Straßen. Naja, sie sind kostenlos, sobald du sie erforscht hast. Ich muss übrigens gleich Break machen mit dem Hund raus. Ah ja, und endlich weiterbauen mit einem Klick. Sehr schön. Und nicht nur bis zum ersten Nachbargebiet. Ja, macht jetzt auch, also wenn es jetzt kostenlos ist, macht das ja auch Sinn. Dann ist halt einfach nur Manneskraft. So, da ist auch eine Festung. Ich liebe ja die Versorgungskarte. Aber leider sieht man keine Eroberungslinien auf der Versorgungskarte. Die Streitwagen sind genau die Kontereinheiten gegen mich. Eigentlich müsste der mich abziehen. Macht der aber nicht, weil wir Römer sind. Gott segne die Römer. Oder wer auch immer. Bei Teutates. Ah, nee. Falsche Fraktion. Na, ich fahre mit dem Hund zum See, ansonsten schafft er keine längere Runde. Dann kann er nämlich immer ins Wasser runter, wenn es gerade anstrengend wird für ihn. Ich will eigentlich keinen Kommandanten drin haben. Nur wegen den Versorgungsproblemen wollte ich den nicht da haben. Nennt man das dann Seehund? Schön wär's, wenn er wie ein Seehund ins Wasser gehen würde. Ich will ja mal mit ihm zum Holländischen Meer, damit er mal das Meer sieht.
Das muss ich auf jeden Fall noch diesen Sommer schaffen. Wäre ganz schön. Bevor Holland absäuft, richtig. Nächstes Jahr ist da nichts mehr. Ich hab's prognostiziert. Macht euch keine Hoffnungen. Oh mein Gott, deine Krallen tun so weh auf meinen Mückenstichen. Na, setz dich hin, Schatz. Ich weiß, du hast Langeweile. Wir gehen auch gleich zum See. Und nein, du willst mich verarschen? Du wirst keine Cola trinken. Nein, ich will halt einfach, dass er mal das Meer sieht. Dann kaufe ich dem vorhin nur eine Hundeschwimmweste, die es übrigens wirklich gibt. Und dann gehe ich mit dem Hund im Meer schwimmen. Ja, ich meine dich, ich habe Hund gesagt. Ach, die Belagerung war noch gar nicht durch. Dann wartet noch. Und rutscht gleich ab, ich merke das. Herr Kaiser? Al-Barathur dem Ersten. Balthasar dem Ersten. Der beste Mops der Welt. Und der riecht nach Kaka. Na, so schlimm ist es eigentlich nicht. Boah, bei dem warmen Wetter, wenn ich abends versuche, ihn zu streicheln oder so, da verkrümmelt er sich auch sofort. Ah.
Ja, ich weiß, du bist neugierig. So, mein Päckchen kam an. Der arme Bote, ey. Jetzt machen wir hier Live-Unboxing. Lass mich jetzt, bin ich gespannt, ob das jemand aus dem Chat kennt. Ohne Scheiße, ich krieg so beschissene Instagram-Werbung immer und ich kauf den Kack auch noch. Aber ich muss sagen, ich bin auch überzeugt von dem Nadelkissen, also beziehungsweise von dem, hier, Nadelkisschen. Kisschen? Päckchen mit Eiswürfeln, das wäre geil übrigens, sich die liefern zu lassen. Nein, ich habe so eine Matte mit so Pins für Akupressur, ist das ja, oder... Ja, so in die Richtung geht das. Und ich finde das echt gut, wie ich da drauf gelegen habe, 10 Minuten, fühle ich mich besser. Und jetzt kommt der Clou, weil ich diesen Scheiß gekauft habe, beziehungsweise ich kaufe das nie über die Werbung, weil ich weiß, dass es halt abzocke, weil es 10-mal teurer ist, als das, was du so kaufen könntest. Also gehst nach Amazon, gibst das da ein und kaufst das China-kopierte Produkt, was halt genau dasselbe macht. So, jetzt bin mal gespannt, was ihr sagt, was das ist. Das ist es schon. Für die Oberschenkel. Nein, es ist ein Hammock for Neck. Für den Nacken. Chris hat recht. Ich habe es letztens erst gesehen. Das ist ein Nackenstrecker. Den machst du einfach an einen Türknauf oder an sonst irgendwas, was du hier hast, was auf jeden Fall dich aushält und du hängst deinen Nacken rein, der wird dann gezogen und dadurch soll eine gewisse Drehbewegung entstehen, hinten im Nacken, wodurch die Nackenmuskulatur entspannt wird. Und das wollte ich mal ausprobieren. Also ich habe online da gesucht, das Problem ist immer, ja okay, welcher Test und so weiter ist jetzt glaubwürdig, welche Revision, also ist glaubwürdig, aber sonst an sich schneidet das Ding ganz gut ab. Man muss sich halt die Zeit nehmen, da 10 Minuten drin zu hängen, ne? Eine Liebesschaukel für Zwerge. Ja, ich guck mal. Erinnere mich nochmal dran. Also ich werde es auf jeden Fall nachher mal ausprobieren. Wenn ich mit dem Hund zurückkomme. Nur wenn du das auf die Werbung kaufst, ich glaube, das kostet dann irgendwie 40 Euro oder 44 Euro. Und bei Amazon gibt es halt, ne, Kopieprodukte China für 20 Euro. Du machst es nicht an der Decke fest, du machst das an einem Türknauf fest. Oder es gibt sogar welche mit so einem kleinen Gestell, metallischen Gestell, damit du einfach es irgendwo auf dem Boden machen kannst. Aber mal gucken. Aus Reis. Ja, aus Pressreis. Das ist der Beton der Asiaten. Die pressen einfach Reis zusammen mit einem bisschen Spucke von Oma. Das reicht dann schon. So, den Krieg mache ich noch fertig. Und dann ist mein kleiner Junge hier auf Platz 1. Na toll. Alter, wo kämpft denn jetzt hier wer? Ich glaube aber, ich sollte ein wenig in die Richtung hier gehen.
Stopp, stopp, stopp. Ich glaube, die kämpft nämlich hier in dem Land. Aber ich muss auch sagen, diese ganzen Online-Sachen, die ich früher nie gekauft hätte, irgendwie klappten die meisten. By the way, klappt eigentlich. Also das, wo diese Mückenstiche durch Hitze. Also du musst es halt sofort machen. Wenn du schon gekratzt hast, kannst du es vergessen. Da kannst du auch By the way vergessen. Womit die Mückenstiche erhitzt. Die Bett 1 Matratze, die ich gekauft habe, super zufrieden mit. Obwohl man sagen muss, ich habe vorher auf einer Matratze gelegen. Die habe ich mit 18, glaube ich, gekauft. Selbe Bett, selbe Matratze. Dann hat das meine jungen wilden Jahre überstanden. Und dann kaufst du die mit 35, 34 eine neue Matratze, wo du denkst, okay, das war schon keine gute. Dem Ende nahe halt. Obwohl, ich hatte fast so eine Kasper oder Emma oder Eva heißt sie ja, also eine Matratze geholt. Obwohl die mit meinem Bett gar nicht vernünftig funktioniert. Von der Dicke der Matratze. Ach, verärgern wir mal die Sklaven. Wer braucht die schon? Im Notfall hauen wir bei denen auf die Finger. Ja, Schatz, Papa kommt sofort. Ich werde beobachtet. Übrigens auch einer meiner Lieblingsmoves, wenn man auf ein Feld geht und die KI immer wieder wegrennt. Und du nimmst wirklich bedeutend schneller jemand gefangen. Also das haben die verändert. Wahrscheinlich damit der KI die Generäle ausgehen. Wenn du halt kämpfst gegen die. Und du nicht den Armeen ständig hinterherrennen musst. Hallo Paul. Oder Paulol. Dass die so viele Festungen gebaut haben, ist ätzend. Attentat erfolgreich. Gegen Vergini. Tja, doof. Hier gibt es nichts zu sehen. Mir ist echt noch nicht weiter wegen der dämlichen Stadt da an der Seite. Naja, da ist verbunden nach da oben.
Sehr schön. Und weiter. Und ihr stellt euch hier rein in Tridentium. Während die Belagerung durchführen. Oder gerade im Kampf draufgehen. Obwohl, versteckt euch in den Bergen. Und zerschießt ihr mit dem Bogen. Ach, wenn man eine Schlacht anklickt, wird die Geschwindigkeit automatisch runtergestellt. Das haben sie aber auch erst eingeführt. Getreidemangel erhöht die Preise. Ich glaube übrigens, der hohe Forschungswert, der da steht, ist der Gesamtforschungswert der Stadt vor Ort. Ja, Hund, ich bin sofort bei dir. Kannst schon mal den Teppich saugen. Habe ich heute Morgen nicht geschafft. Okay, heute Morgen nicht geschafft, hört sich falsch an. Aber ich musste weg, ich habe es nicht zeitlich geschafft. Hallo Wolfenstein. Ah, übrigens, das neue Wolfenstein kommt mit kommt mit Hakenkreuzen in Deutschland raus. Es gibt keine abgeänderte Version in Deutschland. Die USK hat es durchgewunken. Ja, die haben die Freigabe bekommen, diesmal. Obwohl ich fand wirklich, dass Wolfenstein ein Spiel ist, also ein Vorzeigespiel ist, wie du es umsetzen kannst, ohne, also wie man es gut umsetzen kann. Also ich habe ja einmal die, sag ich mal, die beschnittene Version gespielt und ich fand es halt nicht schlimm. Es ist halt das Regime gewesen und die Zeichen waren halt ein bisschen anders. Hitler war Hitler, hat halt einen Schnauzer bekommen, anstatt war halt einfach der Anführer. Oder wie auch immer ihn genannt haben. Es gibt eine neue Reform, wodurch in Spielen eigentlich verfassungswidrige Symbole gezeigt werden dürfen. So ähnlich wie das halt in künstlerischer Darstellung erlaubt ist. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Auf jeden Fall darf es so verkauft werden. Wahrscheinlich USK 18 halt.
Stabilität fällt. Opfert ein Schwein. Da habe ich diese ganzen Barbarengebiete drin. Warum sind die Leute immer so verwundert, dass es eine Frau als General gibt? Es hat damit zu tun, dass ich das erlaubt habe, dass Frauen Generäle sein dürfen. Gleichgeschlechtliche Freude. Er nun wieder, und das als Imperator. Ich sehe es genauso, wie hier Frauenrechte in unserer Welt gehandhabt werden. Ey, wir haben lauter Frauenrechte Vorteile gehabt. Nein, ihr habt eigentlich Rechte eingebüßt. Denn ihr dürft jetzt auch arbeiten gehen, wie die anderen Dummen. Und wenn ihr Glück habt, werdet ihr auch in einigen Jahren halt auf dem Schlachtfeld auf dem Deutschen eingesetzt werden. Also, werdet ihr wahrscheinlich auf einem deutschen Schlachtfeld eingesetzt werden. Warum hört sich das so falsch an? Werdet ihr wahrscheinlich auf einem deutschen Schlachtfeld auch eingesetzt als Frau? An der Waffe. Der deutsche Kampf, Amazonin. Kacke, ich verliere die Schlacht da oben. Jetzt haben die unsere arme Frau gefangen genommen. Hoffentlich wird die automatisch rausgeholt. So. Fertig. Jetzt sollte ich alles fordern können. Reittisch alpinisches Ratschen geht an Rom. Ich weiß gar nicht, wo es ist. Das Spiel weiß, glaube ich, auch nicht, wo das ist. So, da kommen die Platzias bei uns rein. Vor allem da steht Magani, Maganus. Maganis dann. Die wird erstmal von Barbaren durchgenommen. Hallo? Die wissen doch gar nichts mit einer römischen Frau anzufangen. So. Der Rest hat Pech gehabt. Thank you.
So, jetzt muss ich aber erstmal Feierabend machen, weil der Hund braucht jetzt meine Aufmerksamkeit. Meine Flotte ist auf 54 gewachsen, weil die ganze Zeit Piratenschiffe entern. Ist ja nicht so, dass Kriegsmüdigkeit mich bei Stellaris schon am meisten, also ein bisschen ärgert.